Hey Leute und willkommen bei mir, Nix Gaming. Heute zeige ich euch, wie ihr den neuen Sargono Deluxe und die neue abnehmbare Hylia-Kapuze ganz einfach in Zelda Tears of the Kingdom freischalten könnt. Das dürft ihr nicht verpassen. Helft mir, die 100.000 Abos auf meinem YouTube-Kanal zu knacken. Damit ihr sowohl eure Hylia-Kapuze endlich vom Kopf nehmen und zusätzlich auch noch Sargono Deluxe erhalten könnt, müsst ihr einige Nebenaufgaben erledigen. Alle Nebenaufgaben könnt ihr direkt nach dem Tutorial starten und ich zeige euch jetzt alle Nebenaufgaben, die abgeschlossen werden müssen. Zuerst einmal geht ihr aber nach Nekluda und zwar nach Hateno. Seid ihr dort angekommen, dann seht ihr schon eine Versammlung vor dem Kleiderladen in Hateno. Sprecht hier jetzt mit Sophora. Sie erklärt allen Leuten, dass es nur noch ein Ticket in den Laden gebe. Daraufhin entscheiden sich die Damen, an einem anderen Tag im Laden vorbeizuschauen. Da wir allein sind, können wir den Laden nun betreten. Sprecht hier nun mit Sargono. Sie erzählt euch ein bisschen von sich und zeigt euch außerdem ihre neueste meisterhafte Kreation, den Sargono Deluxe. Sie würde ihn gern jemanden schenken, der sich würdig erweist. Doch leider werdet ihr nun vom Bürgermeister Riedner unterbrochen. Er ist wütend auf Sargono und beide starten sich zu streiten. Am Ende beschließt Sargono, bei der nächsten Bürgermeisterwahl gegen Riedner anzutreten, denn sie möchte, dass die Bürger entscheiden, in welche Richtung sich Hateno weiterentwickeln soll. Daraufhin geht Riedner und seine Frau wieder nach Hause. Sargono plant bereits, die noch unentschlossenen Bürger in Hateno zu überzeugen. Und zwar würde sie gerne alle Riedner-Wählern einen Pilz schenken, quasi das Markenzeichen von Sargono. Sagt Sargono, dass ihr den Part übernehmt, daraufhin erhaltet ihr auch schon die 8 Hyrule-Pilze. Sargono gibt euch noch den Tipp, dass die 8 Personen keine Sargono-Kleidung oder Hüte tragen. Auch bekommen keine Kinder, Reisende oder Shika-Forscher einen Pilz. So könnt ihr sie leichter erkennen. Damit startet die Episode Sargono oder Riedner. Ich zeige euch jetzt schnell, wo ihr alle 8 Personen finden könnt. Achtet hierbei aber auch auf die Uhrzeit im Gameplay, denn die Personen können zu einer anderen Uhrzeit natürlich auch anderswo in Hateno sein. Die erste Person findet ihr direkt in der Nähe des Kleiderladens Sargono. Sprecht hier mit Farvel und gebt ihm den ersten Pilz. Die zweite Person findet ihr ebenfalls auf der Hauptstraße in der Nähe der kleinen Brücke in Hateno. Sprecht hier mit Ume und gebt ihr den zweiten Pilz. Die dritte Person findet ihr auf der Terrasse beim Gasthaus. Sprecht hier mit Watago und gebt ihm den dritten Pilz. Die vierte, fünfte und sechste Person findet ihr in Hateno beim Bauernhof. Sprecht hier zuerst mit Dodans und gebt ihm den vierten Pilz. Als nächstes sprecht ihr mit Tok. Mit ihm könnt ihr aber nur tagsüber sprechen. Gebt ihm dann den fünften Pilz. Und zusätzlich sprecht auch noch mit Kouchin direkt hinter dem Bauernhof beim Sumach-Teich. Gebt ihr den sechsten Pilz. Die siebte Person findet ihr direkt am Eingangstor nach Hateno. Sprecht hier mit Tamana und gebt ihr den siebten Pilz. Die achte und letzte Person findet ihr auf dem Weg zu Links altem Haus und zwar im linken rot-blauen Blockhaus. Sprecht hier mit Medo und gebt ihm den letzten Pilz. Damit habt ihr alle Pilze in Hateno verteilt, geht jetzt also wieder zurück zu Sargono und sprecht mit ihr. Zum Dank erhaltet ihr von Sargono einen Maxi-Edeltrüffel. Und damit wäre die Episode Sargono oder Riedner auch schon erledigt. So, kommen wir jetzt direkt zur nächsten Aufgabe. Geht jetzt zu Sargonos Kleiderladen und sprecht vor dem Laden mit Sophora. Sie erzählt euch, dass ihre Schwester Sargono jede Nacht sich heimlich davonschleicht und bittet euch, sie zu beobachten und rauszufinden, was Sargono genau macht. Damit startet die Episode Sargonos Geheimnis. Wartet jetzt an einem Lagerfeuer bis abends. Jetzt klettert am besten auf das Dach des Krämerladens direkt gegenüber von Sargonos Kleiderladen und wartet, bis Sargono erscheint. Nach einem kurzen Moment, beziehungsweise um exakt 22.05 Uhr, kommt Sargono auch schon aus dem Laden. Bleibt jetzt einfach auf dem Dach und lasst euch nicht von ihr erwischen. Sargono läuft nun einmal um das runde Vorratslager direkt neben dem Krämerladen. Sobald sie im Vorratslager ist, klettert die Wand des Vorratslagers hinauf und schleicht euch durch den kleinen Durchgang.
Wie ihr nun schnell feststellt, liebt Sagono scheinbar doch die ganzen Gemüse aus Hateno. Es muss eben doch nicht alles glamourös und extravagant sein. Manchmal reicht auch simples, gutes Hateno-Gemüse. Ist Sagono wieder auf dem Weg nach Hause, dann sprecht jetzt wieder mit Sophora und erklärt ihr, was ihr gesehen habt. Sie ist etwas verwundert, aber freut sich, dass ihr Sagono nicht bei etwas eher Spektakulärerem erwischt habt. Zusätzlich erklärt sie euch, dass Sagono nicht unbedingt wegen ihrer Mode zurück nach Hateno gekommen sei. Zum Dank für eure Hilfe erhaltet ihr nun 10 Rüstlinge. Sagono liebt einfach das simple Leben in Hateno und ebenso das Essen. Und damit wäre die Episode Sagonos Geheimnis auch schon erledigt. So, jetzt habt ihr Sagono und Sophora bei allen Aufgaben geholfen. Weiter geht es jetzt beim Bürgermeister Riedner. Geht dazu jetzt zum Bürgermeister nach Hause und sprecht dort mit ihm. Er erzählt euch von einer neuen Spezialität, die sein Großvater mit irgendjemand aus dem Dorf zusammen entwickelt hatte. Aber leider kann er sich nicht mehr genau erinnern. Er kann sich nur noch an eine cremige Konsistenz und ein auffälliges Aroma erinnern. Damit startet dann auch die Episode, eine neue Dorfleckerei. Riednars Tipp mit dem Bauernhof war gar nicht schlecht. Geht jetzt wieder zurück zum Hateno-Bauernhof. Denn vorher, als ihr Coachin den Hyrule-Pilz von Sagono gegeben habt, hat sie euch auch direkt von der Flaschenpost im Teich erzählt. Und die Episode, ein Brief für Coachin, wurde gestartet. Falls ihr die Flaschenpost jetzt noch nicht aus dem Wasser geholt habt, dann macht das jetzt. Ihr müsst sie mit eurer Ultrahand aus dem Wasser holen. Hierfür gibt es viele Möglichkeiten, zum Beispiel könnt ihr einfach viele Baumstämme zu einem sehr langen Pfosten zusammenkleben und am Ende die Flaschenpost daran befestigen. Oder ihr erstellt euch einfach ein kleines Boot, fahrt damit schnell zur Flaschenpost, klebt sie an euer Boot und fahrt damit wieder zurück zu Coachin. Dort entfernt ihr die Flaschenpost wieder von eurem Boot und legt sie vor Coachin auf den Boden. Sprecht dann wieder mit Coachin. Sie freut sich über den zurückgehaltenen Brief und liest ihn direkt durch. Scheinbar ging es im Brief um eine Spezialität, die gemeinsam mit dem Bürgermeister entwickelt wurde. Coachin erklärt euch, dass sie diese Spezialität direkt einmal austesten möchte. Ihr findet sie dann wieder im Haus, also im Bauernhof. Geht jetzt also direkt in den Bauernhof und sprecht dort mit Coachin. Die Spezialität ist gelungen und sie hat nun mit dem Rezept ihres Urgroßvaters einen Hateno-Käse gemacht. Zum Dank für eure Hilfe erhaltet ihr nun den ersten Hateno-Käse. Ab sofort könnt ihr auch bei Coachin eure Milch gegen Käse eintauschen. Und damit wäre die Episode ein Brief für Coachin erledigt. Mit dieser Information und dem Hateno-Käse geht jetzt wieder zurück zu Riedner. Teilweise schließt er sich auch mehrere Stunden in der kleinen Hütte direkt in der Nähe seines Hauses ein. Wartet hier einfach, bis er aus dem kleinen Haus kommt und sprecht mit ihm. Nachdem ihr Riedner vom Hateno-Käse erzählt habt, kann er sich dann auch schon wieder erinnern. Daraufhin kauft ihr euch den Hateno-Käse für 100 Rubine ab. Zusätzlich könnt ihr ab sofort den Hateno-Käse auch im Krämerladen in Hateno kaufen. Und damit wäre die Episode eine neue Dorfleckerei erledigt. So, jetzt fehlt nur noch eine Aufgabe. Geht dazu zurück in das Haus des Bürgermeisters und sprecht dort mit Clavia. Sie erzählt euch, dass sie sich Sorgen um Riedner macht, da er sich jede Nacht in das kleine Häuschen einschließt. Leider sagt Riedner ihr nicht, was er darin genau macht. Eure Aufgabe ist es also nun, mittags, wenn Riedner nicht in dem Häuschen ist, dort irgendwie reinzukommen und nachzusehen, was er dort treibt. Damit startet die Episode Riednars Geheimnis. Ihr findet nun direkt hinterm Haus einen Brunnen. Lasst euch hier in den Brunnen fallen und lauft nun in der Höhle immer weiter, bis ihr vor bröckligen Felsen angekommen seid. Denn genau hier seid ihr exakt unterhalb des kleinen Häuschens. Verwendet hier nun den Deckensprung, um in das Häuschen zu gelangen. Im Häuschen findet ihr nun ein Buch auf dem Tisch. Lest hier jetzt Riednars Tagebuch. Im Tagebuch erfahrt ihr, dass Riedner an einem neuen Kürbis arbeite, der die Farbe, Form und Gestalt des neuen Sagono-Stils habe. Er hoffe damit, die Jugend von heute wieder zurück zu Hateno-Spezialitäten, wie die Produktion von Milch und Gemüse zu bewegen. Habt ihr das Tagebuch gelesen, dann verlasst das kleine Haus durch die Tür und sprecht jetzt erneut mit Clavia. Sie ist erleichtert, die Wahrheit zu erfahren und ein wenig verärgert, wieso ihr Mann so ein Sturkopf ist und nicht einfach mit Sagono zusammenarbeite. Zum Dank erhaltet ihr nun 10 Hyrule-Tomaten und damit wäre die Episode Riednars Geheimnis erledigt. So, jetzt steht der Bürgermeisterwahl nichts mehr im Weg. Falls ihr jetzt zum Ausgang der Bürgermeisterwahl nicht gespoilert werden wollt, dann springt zur angezeigten Zeit im Video. Dort ist die Bürgermeisterwahl dann vorbei.
Für alle anderen, los geht's. Geht jetzt wieder zurück zu Sagonos Kleiderladen und sprecht mit Sophora. Da alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, kann jetzt die Bürgermeisterwahl beginnen. Ich möchte nun die beiden Kandidaten für das Bürgermeisteramt bitten, ihre Reden zu halten. Also, ich bin Riedner. Die Natur ist tief in den Herzen der Leute hier verwurzelt. Sie macht uns frei und unabhängig. Wir arbeiten hart und werden reichlich dafür belohnt. Diese Lebensweise müssen wir uns unbedingt bewahren. Ich werde mich dafür einsetzen, dass neue lokale Spezialitäten wie der Hateno-Käse von hier aus die ganze Welt erobern. Wie ihr alle wisst, heiße ich Sagono und habe mir in ganz Hyrule mit meiner Modemarke einen Namen gemacht. Aber das war erst der Anfang. Hateno soll zum Synonym für Stil werden, zum Geburtsort aller neuen Trends. Mit Gemüse lockt man niemanden hinter dem Ofen hervor. Die Mode hingegen bringt Wohlstand in unser Dorf. Und niemand kennt sich so mit Mode aus wie ich. Ha! Mode hat keinen Bestand. Im Moment mag dein Stil im Trend liegen, aber bald kräht kein Hahn mehr danach. Dann werde ich einfach einen neuen Stil kreieren. Ich unterliege nicht den Trends, ich beherrsche sie. Es reicht! Sophora! Wenn man euch zuhört, wird schnell klar, dass ihr nur an euch denkt und nicht an unser Dorf. Sagonu, gib zu, dass du schlichte Dinge mehr schätzt als alles Extravagante. Und dazu gehört Hatenos Gemüse. Ich weiß, dass du dich zuweilen nachts ins Vorratslager schleichst, um dort das Gemüse zu verputzen. Wie bitte? Aber wieso sagst du denn sowas? Und was dich betrifft, Riedner, ich weiß, dass du dich heimlich in deiner Hütte mit Sagono-Mode beschäftigst. Du willst sie nutzen, um bei den jüngeren Leuten das Interesse für dein Gemüse zu wecken. Aber woher? Sagono, ich muss mich entschuldigen. Ich hätte dir von Anfang an danken sollen, dass du es geschafft hast, unser Dorf und seine Einwohner aufleben zu lassen. Aber nicht doch. Ich muss mich bei dir entschuldigen, dass ich zu stolz war, um dir die Wahrheit zu sagen. Trends sind wichtig, aber sie liegen auch in den Traditionen und der Kultur unserer Vorfahren begründet. Liebe Mitbürger, es tut mir leid. Mir tut es auch leid. Sophora, ich möchte meine Kandidatur zur Bürgermeisterin zurückziehen. Aber Sagono! Wir haben es doch dir zu verdanken, dass unser Dorf derzeit floriert. Da kannst du doch unmöglich... Du möchtest mit einer neuen Gemüsesorte junge Leute ansprechen. Ich, die weltberühmte Sagono, werde dir helfen. Du hättest auch einfach fragen können, ob du helfen darfst. Liebe Mitbürger, lasst uns von nun an Tradition und Innovation vereinen. Beleben wir gemeinsam unser geliebtes Hateno. Ich habe von Sophora und Clavia gehört, dass du am Ausgang der Dinge nicht ganz unbeteiligt warst. Dank dir ziehen in Hateno nun wieder alle an einem Strang. Ich möchte dir etwas geben. Bitte komm in der Boutique C4 vorbei. Geht jetzt wieder zurück in Sagonos Kleiderladen und sprecht mit Sagono. Zum Dank für eure Hilfe erhaltet ihr nun den Sagono Deluxe. Und ab sofort eröffnet Sagono wieder ihre Boutique in Hateno. Und damit wäre die Episode die Bürgermeisterwahl erledigt. So, den Sagono Deluxe habt ihr jetzt erhalten. Kommen wir jetzt noch zu eurer Hylia-Kapuze und wie ihr diese abnehmen könnt. Zieht jetzt unbedingt eure Hylia-Kapuze an und redet erneut mit Sagono. Wenn ihr wollt, kann sie euch nun dabei helfen, die Kapuze abzunehmen. Und damit habt ihr nun die neue Kapuze, die ihr als eine Art Schal tragen könnt. Wollt ihr die Kapuze übrigens erneut ändern, müsst ihr jedes Mal zurück nach Hateno und mit Sagono sprechen. Ich meine, Link ist ein begnadeter Schwertkämpfer, aber er bekommt es nicht hin, seine Kapuze selbst abzunehmen. Unfassbar, der Typ! Da es Link nicht auf die Kette bekommt, habe ich für euch aber einen ultimativen Tipp. Habt ihr eure Hylia-Kapuze bei Sagono zur neuen Form geändert, dann kauft euch einfach die Hylia-Kapuze erneut. So habt ihr dann beide Varianten direkt in eurem Inventar und könnt so ganz schnell zwischen der aufgezogenen Kapuze und der abgenommenen Kapuze wechseln. Am Ende noch ein weiterer wichtiger Tipp.
Ihr könnt bei Sagono nun ab sofort alle bereits erhaltenen Rüstungsteile für ein ordentliches Sümmchen erneut kaufen. Also falls ihr aus irgendwelchen Gründen mal ein Rüstungsteil verkauft habt oder ihr ein Rüstungsset doppelt haben wollt, könnt ihr es so erneut erhalten. Ja, und das war's auch schon. Jetzt habt ihr die abnehmbare Kapuze und Sagono Deluxe erhalten. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst ein Like da, werdet Mitglied, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!